Please hold for a very important message. Schnuffelhasen, hallo und... Oh, jetzt kicke ich hier mein Stativ weg. Schnuffelhasen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen... Video. Ich bin Sanja, ich bin dein Lieblingsloser mit Herz. Und irgendwie mit der Sonne von dieser Seite sieht das so aus, als würde ich bei so einem Vogue-Shooting mitmachen, ne? Und meine Haare geben mir heute ein bisschen Ramon Wagner. Einer meiner Lieblingskollegen, by the way, muss ich euch ganz ehrlich an der Stelle sagen. So, ich glaube, ich habe gestern die Prioritäten ein bisschen falsch gesetzt, weil ich habe mir so gedacht, ach, weißt du was, du schaffst alles am Donnerstag. Du machst Malisas Story, du machst die Story von Katie Bam und dann machst du auch noch Temptation Island, ja, Pustekuchen. Am Ende hatte ich mir Temptation Island angeguckt und diese Folge, oh mein Gott, Folge 11, ist einfach mal so heftig. Ich habe das direkt schon euphorisch in meiner Story mit euch geteilt. Aber dann habe ich es nicht mehr geschafft, die zu kommentieren, also aufzunehmen, weil es wird eine lange Folge, haltet euch fest, macht euch Popcorn fertig, macht euch alles fertig, macht euch auch darauf gefasst, die Werbung durchzugucken. Es wird alle 7 Minuten circa eine Werbeunterbrechung reinkommen, guckt die bitte durch für mich, das würde mir sehr, 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 sehr viel bedeuten, wirklich. Und falls ihr noch nicht Mitglied seid dieser wundervollen Community, die stetig wächst, dann klickt auf Abonnieren und werdet einer von vielen Schnuffelhasen. Wir lieben euch, wir heißen euch herzlich willkommen, wir möchten alle noch mehr von uns haben. Also wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, RTL Plus Mitgliedschaft gibt es auch vergünstigt. Rabatte, satte Rabatte heute. Im zweiten und im dritten Monat 50%. Und dann geht's los, ne? Ich mache nur noch einmal kurz meinen Trockner aus und dann bin ich ready. Also ja, das geht schon mal gar nicht. Ich bin hier höchst unprofessionell. Und jetzt los. Ich stelle mir gerade vor, was passiert wäre, wenn die Kate das gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob Kate so dehnbar ist, ob die die Beine so breit bekommen hätte, weil sie ist ja so alt, wie Emmy ja sagt in ihrer Story, so eine alte Schachtel, ob die noch einen Spagat hinbekommt. Ja, ob der Udo jetzt sauer ist, der sieht ein bisschen angewidert aus, ne? Als Diogo mir meine Beine so hoch und dann dahin mit seinem Ding und er... So wurde ich schon richtig lange nicht mehr gepackt. Um ehrlich zu sein, kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass der Udo sie so packt. Ich glaube, Udo ist halt eher so der Schrubber, der schrubbt ja da gerne mal unten rum. Aber so, dass er sie so krass packt und so, das ist, glaube ich, physisch auch gar nicht möglich. Was ja auch nicht schlimm ist. Digga, das ist krank. Ich hätte nie im Leben gedacht. Dass ich das mal mache. Wollt ihr da jetzt noch irgendwas von mir hören? Oder? Ich glaube, du brauchst dazu gar nichts mehr zu sagen. Aber ich sag dir ehrlich, das ist doch keine Frau, Digga. Wie kann man sich denn selbst so genau so billig darstellen? Oder was wollt ihr jetzt sagen? Ich glaube, der Emmy ist das egal. Die titelt das ganze Jahr ab, als sie hätte sich einfach nur ein bisschen bitchy verhalten. Warum ist sie aber keine Frau, wenn sie das tut? Das verstehe ich nicht. Der Jakob ist so ein Ehrenvoller, ne? Das ist für den immer so wichtig, dass die Leute so ehrenvoll sind. Und weil Emmy sich da jetzt einmal trocken vögeln lassen hat, ist sie in seinen Augen keine Frau mehr. Das ist sehr, sehr interessant. Also es klingt für mich ein bisschen veraltet. Ja, und Udos Reaktion, sag mal, hat er irgendwie Leidenschaft, Temperament, ein bisschen assige Züge? Nein, gar nicht, ne? Also, soll ich dazu noch was sagen? Also ich wäre ausgerastet. Das war mehr als demütigend. Also ich weiß gar nicht, ob es noch einen Begriff dafür gibt, der vielleicht darüber geht. Er wirkt halt so, als wenn er über so eine Naturkatastrophe in Indonesien berichten würde. Das war sehr demütigend für die Einwohner dieser Insel. Also als wenn es gar nicht darum ging, dass seine Freundin gerade Grenzen überschreitet. Wo ist da die Passion? Was bedeutet das jetzt für dich, nachdem du die Bilder gesehen hast? Ja, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Aber du kannst das Positive draus sehen. Ja, natürlich, so. Da kannst du nur Positives rausziehen. Ja, aber die hat den Jungen blamiert bis zum geht nicht mehr. Das verstehe ich auch, aber du weißt so da jetzt zumindest, wo du bist. So hat das auch klingt. Ja, und wenn es da jetzt nichts mehr zu reden gibt, dann könntest du doch jetzt abbrechen, oder nicht, lieber Udo? Also ich meine, sie scheint ja Grenzen überschritten zu haben. Du bist nicht mehr interessiert, sie als deins zu nennen. So klingt das jetzt gerade für mich. Also gehst du jetzt auch, ne?
Ich weiß noch nicht, wie ich da jetzt mit umgehen soll, aber für Emmys Bloßstellung werde ich jetzt keinen Rückflug irgendwie antreten und von der Insel verschwinden. Damit würde ich ihr am Ende noch einen Gefallen tun. Ich bin auch sehr sprachgewandt, aber jetzt fehlen mir leider die Worte auch. Ja, also warum sollte ich jetzt so gedemütigt, wie ich bin, jetzt auch noch nach Hause fliegen? Das sehe ich ja gar nicht ein. Da bleibe ich jetzt weiterhin in dieser TV-Show. Das muss sich natürlich auch sehr, sehr gut anfühlen. Dann weiterhin ein Teilnehmer dieser Show zu sein. Liegt es vielleicht daran, dass du deine Komiker-Karriere vorantreiben willst? Oder was ist jetzt der Grund, nicht zu gehen? Wenn das doch wirklich deine Freundin ist und die dich jetzt gerade so richtig krass bloßgestellt hat. Bleibst du hier? Ja, natürlich bleibe ich hier. Natürlich. Also eine andere Option gibt es da gar nicht. Leute, ist das jetzt gut mit dieser Sonne oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie sieht das so aus, als wenn ich so bei der Beichte wäre oder so. Ich glaube, wir machen das mal so, weil ich glaube, im Fernsehstudio werden die Leute auch nicht von der Sonne beleuchtet. Man muss jetzt hier auch mal ein bisschen professioneller werden. Jetzt zu Hendrik, zu einem durchaus spannenderen, also mehr spannend Kandidaten, der zumindest mal Emotionen lebt. Erste Einstiegsfrage, wie geht's dir? Gut, ich bin sehr viel in Gedanken mit mir selbst und ich merke einfach, dass ich Paulina brauche. Sie hat mich zum besseren Menschen gemacht. Ich liebe sie über alles, ich vermisse sie jeden einzelnen Tag. So, die Zeit geht nicht vorbei, es kommt mir vor, als wäre ich seit einem halben Jahr hier. Ja, wahrscheinlich, weil du so viele Frauen schon an den Zöpfen gepackt hast und sie irgendwie trocken durchgenommen hast. Waren so viele, dass du einfach schon das Gefühl hast, da schon so lange zu sein, ne? Ich kann auch sehen, dass er wirklich nur an die Paulina denkt. Der denkt wirklich nur an die Paulina die ganze Zeit. Der denkt wirklich viel an sie, ne? Und dann muss er auch irgendwie Show liefern, aber muss dieses Gereibe der Genitalien immer stattfinden? Also, weiß ich nicht. Ich hoffe einfach, dass Paulina nicht vergessen hat, was wir besprochen haben. Und ich hoffe einfach nicht, dass die ganzen Typen in der Villa immer wieder auf sie einreden, wenn sie vielleicht was sieht, was in der Situation scheiße aussieht. Dass sie dann einfach irgendwie denkt, dass da vielleicht was dran ist, obwohl es nicht so ist. Genau, also zum Beispiel, wo die auf meinem Dick da rumgeritten ist, da möchte ich halt einfach, dass Paulina nicht denkt, dass da was war. Weil da war ja nichts. Also es war optische Täuschung. Und da möchte ich auch nicht, dass irgendwelche anderen Männer hier einreden, ich hätte eine Grenze überschritten, indem ich trocken die andere da gebumst habe. Also das möchte ich einfach nicht. Die soll sich da nichts einreden lassen. Da war wirklich nichts. Ich habe mir in der Villa nichts zu Schulden kommen lassen. Außer die eine Situation, die ein bisschen blöd aussah, die ich auch komplett aufgeklärt habe mit allen so. Nur, dass Paulina diese Aufklärung natürlich nicht zugespielt wurde. Das solltest du bedenken. Und es war wirklich sehr, 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 sehr dumm, hinterm Haus zu verschwinden. Und jetzt habe ich da nur erfahren, dass wohl Kevin in seinem Reaktionsvideo, also ich habe auch den Kevin dazu motiviert, Reaction-Videos zu drehen, gerne, wo gesagt hat, er hätte Connection und er hätte erfahren, dass man ihm aus sicherer Quelle zugestanden hätte oder gesagt hätte, dass Henrik hinterm Haus gepinkelt hat. Jetzt sagt der Henrik aber selber was anderes. Und zwar, dass die Alte da gegen den Blumentopf gelaufen ist. Aber dass er gepisst hat, hat er niemandem gesagt. Du kannst auch definitiv gespannt sein, weil Paulina hat einen Verführer kennengelernt, mit dem sie sich von Tag zu Tag besser versteht. Ja. Das ist so noch die Ruhe vor dem Sturm, ihr Süßen. Na, das wisst ihr. Also, ja, okay. Ich finde, Dominik ist auf jeden Fall eine 10. Einfach, weil er ein sehr attraktiver Mann ist und ich mich einfach super gut mit ihm verstehe, auf jeder Ebene. Das ist ja jetzt noch nicht schlimm, oder? Lieber Henrik, das ist ja einfach nur so Körper an Körper. Hat's ja oft genug gemacht. Was ist das für eine Lockerungsübung im Kiefer? Ich finde, er ist ein toller Mann. Ich mag ihn sehr gerne. Klar, mit dem Kopf auf den Schoß, Digga. Geht gar nicht, ne? Und wie ist es, wenn man dir deinen Fuß bläst? Hatten wir ja auch, das ist dann besser. Also, dass die da dann immer nicht checken, was sie selber gemacht haben. Wenn sie hundertprozentig glücklich wäre, würde sie niemals so die Nähe von dir zulassen. Henrik denkt so, wer ist die Alte? Wer hat der aufs Maul gehauen? Warum hat die so ein rotes Auge? Soll mal die Fresse halten. Dieses Vertraute, dieses Streicheln, dieses ständig Zeit miteinander verbringen. Gefühle kann man nicht stoppen und da entwickeln sich gerade ganz krasse Gefühle bei den beiden. Klar. Ja, kannst du mal sehen. Wenn du deine Freundin nicht wertschätzt und wenn du die ganzen Versprechen, die du ihr gemacht hast, anscheinend hast du ja auch gesagt, du willst nicht so viel Alkohol trinken. Was ich ja so sehe, dass
du gerne deinen Alkohol trinken kannst, sie soll dieses Problem gerne selber bewältigen für sich selber. Aber wenn ihr darüber geredet habt und du weißt, dass sie das so stört, und dann wunder dich nicht. Die Spaß! Digga, was macht die da, Mann? Will die mich verarschen oder was? Was? Ich habe ja das Gefühl, er hat da schon genug. Ne? Hat er nicht schon mal gesehen, dass sie mit dem Henrik im Bett ist? Wobei die Szenen waren nicht so vertraut. Ne? Also das würde mich auch ordentlich anbieseln. Und ich bin jetzt mal richtig ehrlich. Ne? Mich würden die Bilder von Paulina tatsächlich mehr ankotzen als die von Henrik, glaube ich. Ich würde eigentlich beide nicht so gerne sehen wollen. Aber dieses Romantische, dieses wir liegen da auf dem Kopf, dem anderen mit dem Kopf auf dem Schoß und wir kuscheln im Bett und so weiter, fände ich persönlich bedrohlicher, als wenn mein Typ da irgendwelche Typen trocken bumsen würde. Was würdet ihr schlimmer finden? Digga, sie hat die verfickten Regeln gebrochen, Mann. Er wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war das in Ordnung, in kameralose Ecken zu verschwinden. Das müssen die bestimmt so abgesprochen haben, oder? Ich habe die Regeln nicht einmal gebrochen. Habe ich die Regeln einmal gebrochen, Mann? Nee, hast du nicht. Okay, also es war wirklich mitbesprochen, dass er hinterm Haus verstehen, er verschwinden darf. Und Giuliano weiß auch Bescheid. Giuliano war vorher nämlich in einem Meeting mit Paulina und Henrik und weiß ganz genau, was die Regeln sind. Der hat das Regelwerk quasi noch begutachtet, also bezeugt. Ich muss auch dazu sagen, so Henrik hat tatsächlich jeden Tag allein in seinem Bett geschlafen. Beziehungsweise wir alle eigentlich. Eigentlich? Ich mag immer diese Füllwörter nicht. Habt ihr wirklich immer alle alleine im Bett geschlafen? Nein. Udo nämlich nicht. Und daher kommt das eigentlich. Leute, seid immer hellhörig bei sozusagen und eigentlich und so, ne? Sie hat die Regel gebrochen. Digga. Ich habe mir gar nichts zu Schulden kommen lassen. Ich war wirklich einfach richtig korrekt. Hab nie die Regeln gebrochen und sie bricht mir mein Herz im Fernsehen. Aber warum liegt sie mit dem Kopf auf seinen Schoß, krault den, liegt nachts in den im Bett? Das habe ich nicht einmal gemacht, sowas. Ich habe nur mit Frauen getanzt, weil ich mich abends ablenke, weil ich sie so vermisse. Und sie macht sowas, oder was? Ach so, für ihn war das einfach nur Tanzen. Oh, süß. Also er denkt, er hat einfach nur so mit Frauen getanzt. Alles klar. Wieso sah das immer so aus, als würde er die von hinten nehmen? Das ist mir nicht ganz geheuer. Ey, Digga, das sind nicht die Frauen meiner Kinder, Digga, ganz ehrlich nicht. Ja, und so schnell wird man als Frau, beziehungsweise so schnell wird einem der Titel der Frau entnommen. Das ist immer so der erste Step, das ist keine Frau. Beziehungsweise, das ist nicht die Mutter meiner Kinder, weil die so eine Nudde ist. Ja, also ich brauche ganz viele Nudden, um tanzen zu können, aber meine Frau darf keine sein. Henrik? Wir haben noch weitere Bilder für dich. Ja, genau. Klar, reicht nicht. Immer mehr davon. Oh mein Gott. Ich hätte Angst, dort anwesend zu sein, um ehrlich zu sein. Die Katie Bam hat auch gesagt in ihrem TikTok, das Video habe ich hier gedreht, dass Henrik bei Promis unter Palmen gewaltbereit gewesen sein soll. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mir das bei dem voll gut vorstellen. Was? 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 Okay, ich glaube, es ist vorbei. Alle Sicherungen sind durchgebrannt. Er ist einmal richtig weg einfach nur noch, ne? Und richtig sauer. Ich finde es krass. Also ich finde es interessant, Menschen zu sehen, wie sie reagieren. Also der Udo ist einfach wie so eine Baldrian-Tablette. Und Henrik ist total, also der will irgendwas umhauen, der will irgendwas kaputt schlagen. Wie wäre ich drauf? Ich wäre wahrscheinlich so eine Mischung aus Henrik und Emmy. Will die mich verarschen? Was? Now you look for love. Jetzt ist das auf einmal alles ganz, ganz schlimm. Ja, ich meine, okay, sie hat dem da die Zunge in den Hals gesteckt, aber ich bin ganz ehrlich, das, was er da an Nähe zugelassen hat, ob besoffen oder nicht, ob geküsst oder nicht, war genauso schlimm. Ist in meinen Augen wirklich so. Also, dass er halt so doll aus allen Wolken fällt, ja, finde ich ein bisschen unangebracht. Ist das eine ehrenlose Frau? Und schon ist die Ehre weg, Leute. Das glaube ich nicht, Digga. Das glaube ich nicht, Mann! Junge, ich wollte sie heiraten, Junge! Er wollte sie heiraten. Jetzt nicht mehr. Ist jetzt vorbei, so schlagartig, einmal dagegen entschieden.
Beruhig dich, glaub mir, beruhig dich. Beruhig dich. Du musst dich beruhigen. Es gibt so Leute, denen rate ich nicht zu weinen, weil es das einfach wirklich wie eine verstimmte Gitarre anhört. Und dazu gehört er auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir uns einmal die andere Seite an. Wie ist Paulina so drauf? Ich hätte dem echt viel zugetraut, ne? Aber das nicht. Ich schwöre, Diogo, der hat gar kein Schamgefühl. Null. 0,0. Der guckt noch mitten in die Kamera rein. Und dann sieht er, dann nimmt er die so, komm mal mit uns. Reumütig ist sie jetzt nicht, ne? Kann man so festhalten, oder? Die ist total sicher, dass das, was sie getan hat, richtig war, dass er das verdient hat. Ja, aber sie denkt natürlich auch, dass er da sonst was gemacht hat hinterm Haus, ne? Was er vielleicht auch getan hat. Da gibt es gar nichts mehr zu diskutieren. Und wenn der mir weismachen will, dass die da Hasch mich im Busch gespielt haben, also bitte. Ich lass mich nicht verarschen. Ich muss aber sagen, ich wäre da auch so drauf, weil sie hat kein Statement von ihm dazu gesehen, gar nichts. Sie hat einfach nur gesehen, wie er mit dieser Frau, die ihm da den Zauberstab eingeheizt hat, hinterm Haus verschwunden ist. Ich schwöre, ich komme mir gerade vor, als ob ich die letzten 8 Monate so voll in so einer Lüge gewohnt hätte. Ja. Wobei, da finde ich es, also ja, okay, sie ist halt auf 180, ne? Und sie denkt, er ist ihr fremdgegangen. Und sie ist ihm jetzt auch fremdgegangen, deswegen wirft sie das jetzt gerade alles weg und sagt, das war alles eine Lüge, das war alles Scheiße. Mir fehlt halt immer noch so dieses Gespräch einmal kurz. Aber da ist man, glaube ich, in dem Moment nicht rational genug zu, um zu sagen, ich muss mir das jetzt erstmal von ihm anhören. Weil sie hat ja nicht gesehen, wie Anastasia ihm ein Fellatio verpasst hat. Sie hat das ja nicht gesehen. Deswegen sage ich auch, bei Gott, du hast es so verdient, dass du das gleich siehst. Ich weiß ja, was er zu sehen bekommen hat. Er wird den Kuss zwischen Dominik und mir gesehen haben. Also er hat es ja jetzt mittlerweile schon gesehen. Du hast es wirklich verdient. Du hast es verdient. Sie ist halt original richtig rachsüchtig. Richtig, richtig rachsüchtig. So wie die Emmy eigentlich. Nur ein bisschen, nee, eigentlich noch nicht mal besser getarnt. Die wollen einfach Gleiches mit Gleichem. Hast du verdient. Aber bist du nicht im Modus abzubrechen? Hä, wieso? Wieso soll sie abbrechen? Sich denn abbrechen? Sie denkt so, Entschuldigung. Weißt du, wie schwer es war, in dieses Format zu kommen? Weißt du, wie kacke meine Karriere vorher lief? Mit 90-210 Köln und so. Ich wurde rausgeworfen. Ich brauche einfach ein bisschen Sendezeit. Abbrechen? Ich denke nicht dran. Dieses Wimpernlifting war so teuer und das Permanent Make-up und die Scheiße, dieses ganze Hyaluron, weißt du, wie viel ich bezahlen musste für die ganze Scheiße und jetzt bin ich endlich im Fernsehen und jetzt soll ich abbrechen, weil mein Freund mich betrogen hat, in einer Show, wo es darum geht, dass man abbricht, wenn dein Freund dich betrügt. Ich denke nicht dran. Alle sind super lieb und verständnisvoll und wissen auch, wie man einen wieder so ein bisschen aufbaut. Die fragen sich ja, warum du dich nicht verpisst. Die fragen sich, warum geht sie jetzt nicht, wenn sie gesehen hat, wie da ein Fellatio stattgefunden hat. Was macht die noch hier? Hat der Typ keinen Moment, wo er kurz am Denken ist? So? Nein. Nee, der hat das nicht. Der hat das nicht. Der hat doch kein Schamgefühl so. Null. Oh, Dominik, das ist echt low. Über den Ex-Freund zu sprechen, den runterzumachen, das musst du schon selber machen. Das ist jetzt nicht so deine Aufgabe. Und man muss natürlich noch bedenken, dass du dich die ganze Zeit an eine vergebene Frau ranmachst. Ne? So von wegen Schammoment und so. Jetzt werden sie aber alle ins Wohnzimmer gerufen. Und hier habe ich gehört von Sandra in der Story, dass auf diesem Bildschirm einfach nur ein Text stand. Und jetzt haben sie da aber so auf Hightech, MyTech, ein Video eingeblendet von Henrik. Aber das gucken die ja eigentlich gar nicht. Versteht ihr? Das ist total lustig. Für mich ist Temptation Island hiermit vorbei. Ich spreche ab. Nein! Nein! Weil ich glaube, ich triftige Gründe dafür habe. Seht ihr? Da hat man einfach ganz auf diese Gesichter eingeblendet, wie sie sich das erste Mal durchgelesen haben. Aber ich finde, Henrik sieht da richtig gut aus. Also ich finde eh, dass der nicht jetzt herzlich ist oder so. Aber da sieht er ganz besonders gut aus. Alter, was ein Hund, ohne Scheiß. Ja. Ey, du bleibst hier. Ey, komm! Was? Mega Henrik, du bist ein krasser Typ, Alter, ohne Scheiße. Du bist so ein Mann. Fuck you, ohne Scheiß. Was bricht der denn ab? Was bricht er denn ab? Das ist meine Karriere. Ich will jetzt hier drinnen bleiben. Als wenn das da alle ihre tollen Freunde geworden wären und sie will einfach das Ferienlager nicht verlassen. Sie will einfach nur nicht raus aus der TV-Show. Hallo, es ist eine TV-Show auf RTL Plus. Sie will da drinnen bleiben. Bis zum bitteren Ende.
dann finde ich das auch noch so richtig unloyal, dass man nach 8 Monaten Beziehung, gut, das ist jetzt für den einen viel, für den anderen wenig, aber dass man dann so einen Schluss zieht und den Freund quasi so fertig macht und sagt, du unloyaler, dreckiger, ehrenloser, ekelhafter, dass die das gegenseitig machen, ohne vorher mit dem Partner geredet zu haben im Fernsehen, finde ich halt schon heftig. Also ich würde heulen, ich würde sagen, das hätte ich niemals erwartet, ich bin zutiefst enttäuscht und was weiß ich. Und wenn ich rachsüchtig wäre, würde ich das auch sagen, aber ich würde den niemals so richtig beleidigen. Wisst ihr, was ich meine? Den so, weiß ich nicht, oder wenn andere dann sagen würden, was für ein Hund, wobei ein Hund keine Beleidigung ist, bitte, Sandra, hör auf damit. Das finde ich halt so ein bisschen unloyal. Und dann fragt ihr euch wahrscheinlich, warum soll ich loyal jemandem gegenüber sein, der mich scheinbar betrogen hat. Aber man muss ja nicht gleich selber die Klasse verlieren, nur weil der andere das gemacht hat. Wenn du schon meinst, dass du mich betrügen musst, dann zieh's doch durch. Zieh's komplett durch. So richtig mit, ne, mit Schmackes. Geht dann ja auch für dich, ne? Also die denken immer selber, die haben gar nichts gemacht, ne? Oder nur weil der andere das gemacht hat, ist das gerechtfertigt, dass man es selber auch macht. Ich schwöre, Henrik, du bist der größte Lappen, den ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Das zum Beispiel, ne? Ist, finde ich, geschmacklos. Was bricht der denn kurz vorher ab? Ich denke, er hat so eine geile Zeit da drüben. Ja, er gönnt sich doch. Also ich schwöre auf alles, vorhin dachte ich noch, komm, noch krasser geht's nicht, ne? Aber das... Das hier übertrifft sogar den Fellatio, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Mir in die Karriere reinzugrätschen, das geht gar nicht. Ja, also das ist sogar noch schlimmer. Dass man so schwach ist und dann abbricht, das ist wirklich nochmal das nächste Level. Das ist Projektion, weil sie hat sich ja nur in die Arme von Dominik anscheinend begeben, weil sie so schwach war, weil sie so eine Angst hatte und verletzt war. So. Das ist ja in dem Moment Schwäche und deswegen braucht man so einen Blutsauger wie Dominik, sich an seine Seite zu holen, um mit dem zu kuscheln und was weiß ich. Also ihr seid beide, ihr nehmt euch da beide nicht so viel. Ich spuck auf diesen Typen, oh mein ich sag Gott. Dir ganz ehrlich. Ich kotze im Strahl, ganz ehrlich, ich muss mich echt beherrschen, damit ich nicht mal gleich rüberfallen, die Jungs will und mir den Henrik zur Brust hole. Ich bin gar nicht so der Fan von Gewalttaten und so körperlicher Gewalt, aber ich glaube tatsächlich so rein intuitiv von meinem Venushügel, dass Dominik den Kürzeren ziehen würde. Ich glaube, Henrik würde den richtig wegpolieren. Pauline war jetzt auch nicht ganz ohne, aber er hat einen Kuss gegeben, er hat einen blasen lassen. Eben, bei mir war es ein Kuss, bei ihm war es alles, alles und er hat sich noch einen blasen lassen und bricht jetzt hier ab. Sie ist so eine Darstellerin, ne? Ich bitte dich. Was war's denn alles? Also ich meine, das mit dem Blasen weißt du gar nicht, erstens. Und zweitens, wie alles? Alles wäre was anderes gewesen. Was denkt er denn, was hier jetzt noch zu retten ist? Ja, werden wir sehen. Ich will dich gleich mal sehen, face to face mit ihm, ne? 2, 3 Worte, die er sagen muss und dann bist du schon so, ich hab dich voll vermisst. Der Drop ist eh gelutscht, so wie auch Henriks bestes Stück und deswegen, da gibt es für mich nichts mehr zu diskutieren. Das könnte richtig so ein Werbeslogan sein, ne? Der Drop ist eh gelutscht, genauso wie das beste Stück von Henrik. Muss ich tatsächlich gehen, wenn er geht? Ja. Und er will Polizist werden. Schatz, die sind zusammen, natürlich muss sie dann gehen. War das eine ernst gemeinte Frage? Bruder, geh mit. Ja, ich wollte gerade sagen, dann gehe ich auch. Ich lasse dich safe nicht alleine, soll er versuchen, sie anzufassen. Was? Keine Chance. Oh, er denkt, die sind jetzt ein Couple. Und was stellt er sich jetzt vor, dass er danach direkt bei denen zu Hause mit einzieht, erstmal so übergangsweise, bis der Henrik ausgezogen ist, oder was? Ich werde hier hoch erhobenen Hauptes rausgehen und wir werden mal sehen, wer hier so klein mit Hut sein wird, wenn er mir gegenüber sitzt. Auf das Wiedertreffen, Leute, das war so mein Highlight, ne? Vor allem, dass sie auch sagt, ich gehe hier erhobenen Hauptes raus, nur weil sie denkt, sie hat es nach ihm gemacht oder was? Vor allem hat sie ja gar nicht. Als sie den Dominik geküsst hat, wusste sie ja gar nicht, dass Henrik sich angeblich einblasen lassen hat. Und jetzt, kommt natürlich die Info von Sandra, dass Paulina im Haus wohl erfahren hat von der Geschichte mit Promis unter Palm und Emmy und Henrik. Und dann wollte sie sich halt so 5 Monate später nochmal verzögert rächen oder was? Die hat den Jungen gebrochen. Also der Junge ist gebrochen, ne? Der ist einfach kaputt, ne? Er ist einfach richtig kaputt gebrochen. So in 2 Teile, Leute. Eine Sache habe ich ganz vergessen zu erwähnen, was man hier komplett vergisst, ist Udo. Den seine Freundin hat ja noch was viel Schlimmeres gemacht wie Henrik seine Freundin. Ist ja auch kein Wunder. Der Udo reagiert ja gar nicht drauf. Der ist einfach so, soll ich noch was sagen, Leute? Und, weiß nicht, geht nach Hause, als wenn er gelangweilt wäre. Und nicht wutentbrannt, weil seine Freundin ihn betrogen hat. Ja,
kurz und knapp, mir geht's extrem beschissen jetzt. Also das waren Bilder, die ich nicht sehen wollte. Also kurz und knapp, einfach gebündelt, sehr sachlich. Mir geht es so mäßig. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, ich fühle mich nicht so gut gerade. Mir war nicht bewusst, dass ich irgendwie eine Beziehung mit einem Freudenmädchen geführt habe. Zumindest kam mir das heute so vor. Er dachte wahrscheinlich, er sei mit einer Bürokauffrau oder Bankkauffrau zusammen, ne? So hochverschlossen, wie die immer rumrennt. Das war mehr als demütigend. Also ich habe es auch, glaube ich, noch nicht ganz realisiert. Deswegen wirke ich vielleicht auch noch einigermaßen normal. Aber, also vielleicht wirke ich einigermaßen normal? Ja, du wirkst wirklich ganz normal. Also wirklich ganz normal. Jakob verkündet jetzt einmal in der Villa, was los ist, ne? Die Verführerinnen sollten auch einmal abgedatet werden. Henry kommt nicht mehr hierhin. Was? Der fliegt nach Hause, der kommt auch nicht mehr hier rein, sich verabschieden. Ich weiß nicht so ganz, was ich denken soll, was ich fühlen soll. Hat er sich jetzt verliebt oder hat die Schuldgefühle oder was ist da los? Brauchst du nicht, dein Job ist erledigt, du hast volle Power gegeben, hast für einen Abbruch gesorgt, hast ihn verführt oder auch nicht, wer weiß es. Mach dein Ding einfach weiter. Live your life. Wir drei und Henrik haben gesehen, wie Paulina im Pool in der anderen Villa vor allen anderen mit jemandem rumgeleckt hat oder rumgemacht hat. Die hat genau das gemacht, was wir hier den ganzen Tag machen. Oh mein Gott, wie konnte sie? Die klaut uns unser Gewerbe, die macht uns alles nach, die gefährdet unsere Arbeitsplätze. Ich frag mich halt, wie es ihm jetzt irgendwie geht. Also, was er fühlt. Ob er noch erregt ist, ob er an unsere Zweisamkeit denkt und mein Lapdance, ob er den schnell vergessen wird. Ja, was soll er fühlen? Der fühlt jetzt einfach nur Wut wahrscheinlich, aber Süße, das ist echt nicht mehr dein Gebiet. Danke für deine Mitarbeit. Durch die Sache mit Henrik, weil Henrik halt so ausgerastet ist, wurde halt seine Sache so ein bisschen runtergespielt, obwohl es eigentlich bei ihm noch geisteskranker war als bei Henrik, weil, ich mach's mal Fernseh-like. Sag's doch einfach. Ja, aber ich will's nicht übertreiben, Dicker. Warum? Sag doch einfach, wie es war. Sag doch einfach, wie es war. Sie hat sich in der Dusche durchnehmen lassen. Halt, wie auch schon beim ersten Lagerfeuer, nur dass es jetzt noch ein zweites Mal passiert ist. Also, und sie hat gestöhnt und man hat nichts gesehen, aber das war einfach viel, viel geisteskranker. Seine Freundin hat, so wurde der Schwanz gelutscht. So ganz einfach. Ja. Auch das haben die uns nachgemacht. Die haben auch einen Schwanz gelutscht, die Frauen drüben. Hä, und wo ist jetzt unser Alleinstellungsmerkmal? Vor allem wissen sie doch gar nicht, ob Emmy einen Schwanz gelutscht hat oder kam das jetzt raus. Das weiß doch keiner. Oh mein Gott, wo bin ich hier? Ja. What the fuck? Ja, wo bist du? Du bist in der Temptation Island Show als Verführerin. Warum bist du so schockiert? Warum warst du nicht schockiert, als Anastasia da ihre Squats auf Henrik gemacht hat? Ich bin irgendwie extrem sprachlos mit der ganzen Situation und ich nehme auch das Ganze ziemlich zu Herzen, weil ich mir einfach denke, ich verstehe es nicht. Ich verstehe einfach nicht, wie die Emmy mit dem Udo so etwas tun kann. Also ich meine, der Udo nuckelt hier den ganzen Tag eigentlich einfach nur an meiner Brust und fest sie an. Das ist doch nicht schlimm und schrubbt an meiner Muschi und dann sowas, dass die da, die auf der anderen Seite das nicht zu schätzen weiß, den Udo und duschen geht mit Joghurt, das geht gar nicht. Ich bin bestürzt, bin ich. Dem Udo geht's definitiv nicht gut. Dem geht's gar nicht gut. Ich weiß, man sieht es nicht, aber ich muss es euch nochmal sagen, damit ihr euch das denkt. Also dem geht's gar nicht gut. Und damit die Zuschauer jetzt nicht denken, das sei eine Fake-Beziehung, muss jetzt hier die Linda nochmal, nee, sie heißt gar nicht so, ne? Ich habe ihren Namen vergessen. Leila, nochmal sagen, was Udo so für ein Mensch ist. Der Udo ist ein Mensch, der die Sachen in sich hineinfrisst. Ich habe ihm auch gesagt, wenn er weinen muss, kann er gerne vor mir weinen. Natürlich ist da einem zum Heulen zumute, aber ich bin kein Typ, der sich hier hinsetzt und heult. Und vor allem möchte ich nicht vor anderen heulen. Er ist aber wirklich kurz davor zu heulen. Also ihm ist richtig noch Heulen zumute. Also für mich als Heulsuse ist das halt nicht so nachvollziehbar. Was heißt nachvollziehbar? Ich fühle das gar nicht. Ich fühle da gar nichts, wenn ich den reden höre. Und deswegen denke ich immer noch, die sind kein Paar. Mit vielem hat Udo gerechnet und vieles war Udo bereit, durchgehen zu lassen. Doch mit der Duschaktion hat Emmy den Vogel abgeschossen. Aber mit welcher? Mit der ersten Duschaktion, die ihr gesehen habt, oder mit der zweiten? Und warum ist die zweite so viel gravierender als die erste? Und jetzt nochmal zu Dominik und Paulina. Sie muss ja bald gehen. Ich hab dir das versprochen. Ich war auch nicht. Ich brech mein Versprechen nicht. Ich will nicht, dass ich sage, ich gehe mit ihm, dann gehe ich mit ihm. Ich muss das ja auch erstmal klären, weißt du? Siehst du, jetzt reicht's mir auch. Ne? Dankeschön für die nette Zeit. Ich muss das jetzt aber auch erstmal klären.
ich habe meinen Freund jetzt einmal hier beleidigt in der Kamera, aber jetzt glaube ich, bin ich soweit, das mit ihm zu klären. Danke für die nette Zeit, viel Spaß hier noch. Du kommst nirgendwo mit, okay? Die Wohnung reicht nur für Henrik und mich. Selbst ich hatte nicht die Intention, hierher zu kommen, um mich tatsächlich zu verlieben. Es ist aber einfach passiert. Und ja, solange wir zwei glücklich sind, sehen uns die Meinungen anderer Leute egal. Er gibt richtig so ein Statement wie die First Lady, ne? Als wenn die beiden jetzt schon ein Paar wären. Also wir lieben uns, unsere Liebe ist stärker als alles andere. Und deswegen haben wir beschlossen in unserer Beziehung, dass uns die Meinungen anderer völlig egal sind. Adios. Du hast deinen Mann gefunden. Das ist nicht gut, aber kein Problem. Das enttäuscht mich. Du musst. Er hat richtig so einen Höhenflug, ne? Du hast deinen Mann gefunden. Scheiß auf Henrik. Ihr habt noch nicht mal Schluss gemacht, aber du hast deinen Mann jetzt hier gefunden. Ich bin's. Ich habe zwar noch kein Gehalt und kann die große Wohnung nicht bezahlen, weil ich in der Ausbildung bin, aber du hast deinen Mann gefunden, wirklich. Es ist mir so egal. Ich muss ehrlich sagen, ich bin dem Mann keine Rechenschaft schuldig. Und selbst wenn ich sonst was hier gemacht hätte. Ach so, ist das so? Ist ja dein Freund, ne? Eigentlich ist man sich ja doch dann der Rechenschaft schuldig, oder nicht? Ich verstehe es nicht. Gar keine Reue, diese Menschen. Henrik hat zwar bewirkt, dass sie mir jetzt entnommen hat, aber in ein paar Tagen sehen wir uns ja wieder und dann kann Team Paulik nichts mehr aufhalten. Den Insider mit Paulik habe ich tatsächlich verpasst, aber sie war ja mit Jasen auf dem Weihnachtsmarkt, wurde mir mitgeteilt, und nicht mit Dominik. Das bedeutet, irgendwas hat euch zwei aufgehalten. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf die Wiedersehensshow. Jetzt kommt das Wiedersehen. Wie soll es jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht. Der frühere Henrik, der hätte direkt Schluss gemacht. Der wäre direkt weg gewesen. Aber das ist die Liebe meines Lebens. Ich werde um sie kämpfen. Jetzt ist vielleicht einfach mal da drüben hin. Okay, wow. Das hätte ich gar nicht erwartet, dass er ihr verzeihen möchte. Und sie so, umarme ich jetzt bitte nicht. Ich brauche jetzt erstmal hier meinen Köln 90-210-Moment, okay? Setz dich bitte, ich bin sauer! Ich weiß nicht, ob er ernsthaft denkt, dass es noch irgendwas zu retten gibt. Ja, also ich habe ja mit meinen eigenen Augen gesehen, dass er fremd lutschen lassen hat. Aber ich will nicht, ich kann durch Wände gucken. So, und dann findet so ein Gespräch ja so statt, dass man so sagt, okay, Schatz, sag mal, was ist denn passiert, ne? Man fängt natürlich nicht mit Anschuldigungen direkt an, sondern man guckt irgendwie, ne? Was war da? Einfach mal eine Frage vielleicht stellen. So macht sie das, glaube ich, auch. Ich bin dir so dankbar, dass du mich in diese Sendung geschleppt hast. Ich wollte nie hierhin. Du besitzt die Frechheit, abzubrechen. Sie ist so authentisch, ne? So eine authentische Frau, das gibt's ja mal gar nicht. Und sie wollte gar nicht in die Sendung. Und deswegen war sie auch so glücklich, als sie gehört hat, dass er abbricht. Weil sie gar nicht so diese Sendung mag. Sie wollte nie in eine Fernsehsendung. Er hat sie dazu gezwungen. Lässt du dir einen lutschen? Nein, pass mal auf. Jeder weiß, dass du ein schwacher Mensch bist, ja, und dass du mich behandelst wie Scheiße. Warte mal. Kann er jetzt vielleicht erstmal auf die Anschuldigung des Lutschens eingehen, bevor du ihn wieder unterbrichst und ihn irgendwie wieder was an den Kopf wirfst in deiner theatralischen Art? Paulina. Was, Henrik? Paulina. Was? Kannst du bitte normal mit mir reden? Ich kann nicht normal mit dir reden, Mann, Henrik. Du hast alles kaputt gemacht. Du hast unsere ganze Beziehung ausgespuckt. Ich kann nicht normal reden. Ich bin gerade in meiner Rolle. Jetzt hör auf. Ich muss mich da so reinsteigen, damit das irgendwie glaubwürdig rüberkommt und ich in eine weitere Show reinkomme. Ich rede jetzt nicht normal mit dir. Schatz, guck mal. Wenn du nach der Sendung die Show siehst, wirst du die Wahrheit sehen. Henrik, ich habe gesehen. Du hast wieder geglaubt, Paulina. Ich würde dir gerade am liebsten eine ziehen. Oh, das wäre so geil, wenn sie ihm eine ziehen würde. Und er zieht ja eine zurück und dann fällt irgendeiner da runter und kullert den Berg runter und so weiter. Das würde dem Ganzen natürlich noch ein Fünkchen mehr Drama geben. Nicht, dass wir nicht genug davon hätten. Ich hab nichts gemacht. Nein, du hast gar nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Henrik, du bist wirklich so. Paulina, du bist der schlimmste Lügner, den ich in meinem ganzen Leben. Paulina, ja, ich schwöre bei meiner Mutter, ich hab nichts gemacht. Ich liebe sie. Ich glaube, sie hat bestimmt noch einen extra Bonus dafür bekommen. Das ist Passion. Das ist Schauspiel. Das ist, schauspielerisches Talent. Weißt du, warum ist sie bei 90-210 überhaupt rausgeflogen? Versteht das irgendjemand? Die hat's voll drauf, Alter. Wenn du in den Busch gehst, dann mach's doch vor der Kamera. So wie du dir hast auf deinem Schwanz reiten lassen. Hast du dir das mal angeguckt? Schämst du dich nicht? Hast du dir das nicht mal angeguckt? Wieso nicht? Du hättest dir das mal angucken sollen. Ach ja, das wurde noch gar nicht geschnitten und wurde noch gar nicht ausgestrahlt. Komisch, Henrik. Beim nächsten Mal guckst du das bitte einmal an, bevor du zum Treffen kommst, okay? Schämst du dich nicht? Und du wunderst dich wirklich noch? Treibst mich doch in die Arme von einem anderen. Du wunderst dich wirklich noch? Henrik,
hättest du dich einfach wie ein erwachsener Mann benommen. Was ich mir da jetzt sehr, sehr strange vorstelle, also wenn das stimmt, dass sie in dem Haus erfahren hat, dass er sich bei Promis unter Palm an Amy reingemacht hat, ne? Hat man ihr dann vorher jetzt hier gesagt, Girl, sei auf 180, weil er hat Amy gefingert, aber sag nicht, dass du sauer bist, weil er Amy gefingert hat. Ist das passiert? Und sie musste jetzt einfach sich die Wut quasi in den Fellatio leiten, versteht ihr, was ich meine, und so tun, als wenn sie deswegen sauer wäre? Dann hätte ich nicht mal annähernd mit Dominik überhaupt geredet. Genau, weil mein Motto lautet, wie du mir, so ich dir. Du hast mich in die Arme getrieben. Ich bin quasi ein passives Stück, was sich so leiten lässt in die Arme eines Verführers. Du hast mit einem Fremden geknutscht. Ich würde es niemals machen, weil ich liebe dich über alles. War der auch bei Köln 1910 oder ist der jetzt einfach wirklich traurig und bedrückt gerade? Er sieht da voll gut aus, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber ja, es hat ihn halt richtig verletzt. Du küsst einen anderen Jungen. Das hat mir das Herz rausgerissen, Paulina. Ja, die eigene Medizin schmeckt bitter, ne? Aber er hat doch gar nicht mit einer Frau geknutscht, oder was? Was meinst du jetzt genau? Ich hab das aber nicht gemacht. Hab ich auch nicht. Du hast Schlimmeres gemacht. Was denn? Das war ein dummer Moment, wo wir hinter diese Ecke gegangen sind. Okay, was hast du denn da gemacht? Gepinkelt, die andere ist gestolpert. Warte mal, welche Wahrheit soll ich erzählen? Wir hatten 1 Meter Abstand, hat er ja auch noch gesagt in seinem Statement. Wo ihr dann gesagt habt, ja, okay, alles klar. Also draußen reibt er seinen Schwanz an ihrem Arsch, aber hinterm Haus haben sie auf einmal 1 Meter Abstand. Wie logisch ist das? Nichts! Schatz, wirklich nicht! Schatz, ich schwöre okay, auf mein Leben. Aber was geht in deinem Kopf vor in dem Moment? Schatz! Ja, ich wollte einfach mal off camera sein. Meine Güte, dieses ganze Blitzlichtgewitter hat mich einfach in die Irre getrieben und dann bin ich einmal hinterm Haus verschwunden. Kann man doch verstehen. Ich bin ab und zu rausgegangen, mich abzulenken, weil ich nicht ertragen habe, dass du nicht da bist. Hab ein bisschen getrunken und hab ein bisschen schon ein paar Bilder geliefert. Genau. Ein bisschen hat er getrunken. Er hat nur ein bisschen getanzt, einfach so für sich. Manchmal war in der Nähe jemand, aber mehr hat er doch gar nicht gemacht, Leute. Oder ein paar Bilder geliefert. Schatz, bitte lass mich ausreden. Ich glaube, sie wird jetzt langsam sauer. Sie ist so, okay, du hast ein paar Bilder geliefert. Das verstehe ich auch. Also ich meine, sag mal, hat er einen Hitzeschlag bekommen oder was? Das waren doch nicht ein paar Bilder. Das war ein Softporno, mein Freund. Wir haben ein bisschen getanzt, weil wir den ganzen Tag miteinander verbracht haben. Da war nichts. Da war nichts. Da war nichts, Schatz. Ich schwöre auf meine Mutters Leben. Ich habe nichts gemacht. Und sie ist so, okay, warte mal. Ist da jetzt vielleicht wirklich was dran? Weil er meinte ja, die haben den ganzen Tag miteinander verbracht und dann kann man sich ja mal so einen Lapdance am Abend als Ausklang geben lassen. Habe ich gerade wirklich überreagiert und es gab gar kein Fellatio? Pass mal auf, jetzt hörst du mir mal genau zu. Du hast alle möglichen Frauen trocken gefickt. Das stimmt nicht. Ach so, okay. Du hast einen fremden Mann geküsst. Du bist diejenige, die fremdgegangen ist. Ist jetzt so Deutungssache, ne? Also das stimmt gar nicht. Ich hab gar nicht irgendwelche Frauen trocken gefickt. Wie kommst du denn auf den Stoß? Das war kein Fremdgehen. Wir haben gesagt, dass wir tanzen dürfen. Nein, Henrik, ich hab nicht gesagt, dass du deinen Schwanz reiten darfst. Nicht rein. Boah, du bist so gestört, wirklich. Hä, aber warte mal, tanzen war noch erlaubt. Warum darf ich jetzt auf einmal nicht mehr tanzen? Wenn ich nicht tanzen darf, dann macht mein ganzes Leben keinen Sinn mehr. Macht doch keinen Spaß. Psst, da mal ein bisschen leise. Du bist mir fremdgegangen. Du hast einen anderen Mann geküsst. Ja, hab ich auch. Du hast mir das Herz aus der Brust rausgerissen. Ach so, Henrik, und du hast es bei mir nicht, wie oft du hast. Aber Baby, das hat nichts zu bedeuten. Du kriegst jemanden. Schatzi, du weißt schon, dass du die Fremdgeherin bist, ne? Ich hab gar nichts gemacht. Du hast mein Herz aus der Brust rausgerissen und so. Und jetzt ist auch mal gut. Können wir uns das wieder vertragen? Weil du bist die Fremdgeherin, ich nicht. Du küsst jemanden. Da kannst du dir weil selber du dich manipulieren Nein, hast, weil du den Bildern einfach glaubst. Einfach das Letzte bist, Henrik. Du wirst dich nach der Show wundern. Du wirst dich nach der Show wundern. Du bist der Witz von ganz Deutschland. Du bist der Witz. Du bist mir fremdgegangen. Henrik, ohne Scheiß. Ich würde dich am liebsten rausschmeißen. Wo jetzt rausschmeißen? Ich meine, ihr befindet euch auf so einem Hügel. Oder meinst du von zu Hause? Kannst du die Miete alleine bezahlen? Nächste Frage. Ja? Denk erstmal einen Schritt weiter. Und Witz von Deutschland, ich finde, ihr seid beide ziemlich witzig zusammen. So, für Deutschland. Eigentlich, Baby, ich war, bevor ich hier hingefahren bin, 100%, ich hätte deine Tasche genommen, du wärst. Weißt du was? Ich dachte, weißt du, wie weit ich war? Ich wollte dir die Ketten zurückgeben und mit dir Schluss machen. Ja, ich auch. Dann mach doch Schluss. Mach doch jetzt Schluss dann einfach. Und ich glaube, da hatte er sie auch so ein bisschen, weil sie sich so dachte, okay, was? Er wollte mit mir Schluss machen? Ich bin Paulina. Guck mich mal an. Wie mit mir Schluss machen? Nachdem du den Fellatio geben lassen hast, machst du mit mir Schluss?
Okay. Nein, mach ich nicht. Schatz, ich verspreche es dir, du hast winzige Augen. Ich weiß gar nicht, wie du mir getan hast, Henrik. Du hast mich kaputt gemacht. Nein. Du hast mich kaputt gemacht. Oh, Schatz, es stimmt. Du hast mit meinem schlimmsten Trauma mit dem Alkohol gespielt. Du hast einfach auf alles geschissen. Auf alles. Du hast auf alles geschissen und dann wunderst du dich noch. Ich sag ja, die sind beide ziemlich lustig zusammen. Also es ist schon schade, dass sie nicht mehr zusammen sind, ne? Da hatten sich ja schon irgendwie zwei gefunden. So von der Energie her sind die schon ziemlich ähnlich. Und von den Schatten. Also. Dass ich jeden Tag eine Stunde in meinem Zimmer geweint habe. Ich auch. Oh Gott, dann haben die wahrscheinlich so telepathisch gleichzeitig in ihren Zimmern geweint wegen des anderen. Das ist auch wundervoll. Henrik, wir haben uns beide reingeschissen. Es tut mir so leid, Schatz. Tja, Dominik. Also ich finde, für den Dominik ist das jetzt irgendwie blöd ausgelaufen. Der hat sich jetzt eine Zukunft ausgemalt mit der Paulina. Und ja, man braucht dann einfach doch erstmal das Gespräch mit dem Freund, ne, um zu gucken, ob das wirklich alles schon erloschen ist. Gott sei Dank habe ich hier so viel gelernt bei Temptation, dass ich einfach auch verstehe, dass sie einfach verletzt ist und dass sie das vielleicht gemacht hat. Ich liebe dich über alles. Ich will sofort mit dir nach Hause. Ich will einfach alles vergessen. Bitte, vögel mich einfach und alles ist gut. Tschüss, Dominik. Ich glaube, letzten Endes, warum sie komplett durchgedreht ist, war auch, dass sie dachte, dass ich mir einen Blasen gelassen habe. Ja, wie ist sie darauf gekommen? Sie war nur so, also er hat ja nur gesagt, das machst du gut. Und sie war so, okay, Blasen. Es muss Blasen sein. Es hätte ja auch sein können, dass sie seine Prostata massiert hat. Oder dass sie ihm einen Kuss auf die Wange gegeben hat oder irgendwie sowas. Oder eine Massage oder so. Aber nein, Paulina war so Blasen. Wahrscheinlich ist es so ein Fetisch von ihm. Und dachte, es kann nur Blasen sein, tut mir leid. Und jetzt sind wir in der Männervilla. Und wir wissen ja jetzt von Jakob, dass er dieses Konzept von Verführerinnen gar nicht gut findet. Das möchte er auch gar nicht unterstützen, weil er findet, das sind alles ehrenlose Menschen. Hat er in seiner Insta-Story gesagt. Und ja... Wie geht er denn mit diesen ehrenlosen Frauen um? Yeah, Junge, das ist die Playboy-Villa! Ah ja, findet er gut. Ne? Da versteht er sich noch ganz gut mit seinen ehrenlosen Kolleginnen. Jetzt gucken wir uns einmal Emmys Selbstfindungsphase an. Sie hat ja gesagt, sie will es dem Udo doppelt und dreifach zurückgeben. Wobei sie halt die Erste war, die schlimm war. Also von daher hat er, wenn dann, immer auf ihre Dinge reagiert. Und halt so... Nickelodeon-Aufnahmen geliefert mit dem Schrubben und so weiter. Aber die Kleine dreht jetzt richtig durch. Wenn man halt so im Abend ist, wo man halt verschiedene Spielchen macht, verschiedene Späßchen macht, dann endet man halt ab und zu mal nackig. Nur ganz, ganz kurz! Ich liebe meinen Körper und ich ziehe gerne jede Aufmerksamkeit auf mich. Ja, das merken wir. Und wahrscheinlich willst du das manchmal zu doll und deswegen wirkt das kontra. Verstehst du, weil du diese Aufmerksamkeit zu doll willst, machen die Männer dann alle einen Bogen um dich. Ja, jetzt war sie da einmal kurz nackig, keiner hat verstanden warum. Also hat wirklich keiner verstanden und jetzt zieht sie sich an und ist noch so ein bisschen overwhelmed davon, dass sie gerade nackig war. Oh. Ich finde, man sollte ihr ein Glas Wasser geben. Sie wirkt halt doch sehr, sehr ein bisschen verblüht auch, finde ich. Und besoffen einfach. Sie weiß, glaube ich, gar nicht, warum sie das jetzt gemacht hat. Ich muss jetzt einmal gebürstet werden! Oh nein, jetzt will sie auch gebürstet werden. Sie will genau das gleiche tun, was er gemacht hat. Bisschen auch arm, ne? Dass sie das jetzt so braucht. Okay, aber sorry, das war wirklich die Hardcore-Variante. Also das sieht ja so aus, als wenn da 10 Männer auf ihr gekommen wären. Bruno, wir haben dich gefickt! Das ist Liebe. Das ist doch mal richtig Liebe. Das ist so ein verletztes Ego in dem Moment. Das gibt's ja mal gar nicht. Aber sie sieht halt einfach auch gar nicht, dass sie die Schlimmere von beiden ist. Ne? Falls das überhaupt eine Rolle spielt und die ein Paar sein sollten. Ich muss es leider immer wiederholen. Was du kannst, kann ich schon lange! Das war mal ein lustiger Moment. Das war ein lustiger Moment. Sie ist auch lustig. Sie ist halt lustig auch. Ne, nicht immer, aber dass sie so verzweifelt ist, macht sie halt auch lustig. Jetzt wird's halt ein bisschen lamer, ne? Jetzt geht Sandra auf ihr Dreamdate mit ihrem, was ist das, Portugiese oder so? Ich bin sehr gespannt, was Giuliano für ein Temptation-Date hat. Ich hoffe nicht mit dieser Yvonne, die sich dann den verliebt hat. Diese hässliche Yvonne, meinst du, die letztes rumgeheult hat, weil sie dachte, sie sei jetzt seine Freundin? Vielen Dank. Weißt Bescheid, ne? Hervorragend. Die Ausgenüchterte
hat sich doch tatsächlich zu dem Date begeben. Und sie wirkt wie ausgewechselt. Sie heult gar nicht mehr. Und auf uns, ne? Genau, und auf uns. Nein, 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 nein. Ich hoffe, das ist alkoholfreier Kindersekt. Weil sonst fängt das Geheule gleich wieder an. Und jetzt sagt er ihr aber nochmal was Schönes, der Giuliano. Ich war jetzt hier 2 Wochen in totaler Verführung bei Temptation Island mit tollen Mädels, die auch wirklich rangegangen sind, ne? Aber auf eine respektvolle Art und Weise und ich eigentlich, der alte Giuliano eigentlich da keine Chance, glaube ich, so entgangen wäre. Aber im Hinterkopf, ich die ganze Zeit halt meine Frau im Kopf hatte und ja, ich sie einfach gelernt habe, so zu vermissen, weil das hatte ich davor auch nicht. Hat man ihr Baldrian gegeben, also nicht nur Baldrian, sorry, nicht nur, dass man ihr keinen Alkohol gegeben hat für 2 Tage, sondern auch noch Baldrian dazu? Weil sie sitzt da und ist so, okay, warum redest du über die Bitch? Ja, 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 Und versucht dabei so zu agieren, als würde sie sich für ihn freuen. Also, es klingt übelst hart, aber ich bin mit der Erwartung reingekommen, dass wir danach getrennte Wege gehen. So, okay. Dass, weil, so, also, wenn dir dein Freund einen Tag vorher sagt, also entweder vermisse ich dich oder ich merke, ich will lieber Single sein, so, dann gehst du nicht davon aus, dass ich dich vermissen würde. Deswegen hatte sie eine gute Zeit. Sie hat halt einfach nichts erwartet. Die Trennung hat sie erwartet. Und jetzt wird sie halt überrascht. So ist es. Wenn du wenig erwartest, wirst du alles bekommen. So hart und unfair das auch klingt, aber bei mir war halt meine Freundin nie an erster Stelle gestanden. Ja, da fehlen mir ehrlich gesagt gerade ein bisschen die Worte, wie deine Denkensweise vorher, also wie du das angegangen bist. Ja, also bin ich wirklich ein bisschen sprachlos. Du bist ja nicht nur zu mir scheiße gewesen, sondern irgendwie auch zu deiner Freundin. Das ist irgendwie komisch. Ja, und bei dir sind diese Gefühle aber immer gleich. Ja, bei mir ist nicht da, ja. Und er weiß einfach nicht, was er will. Ja. Oh, süß. Sie erklärt halt nochmal, dass sie halt wirklich die Gefühle immer für ihn hatte, beziehungsweise schon länger, und er halt nicht. Ach Mensch, Sandra, zum Glück seid ihr heute nicht mehr zusammen. Ich wusste einfach nicht, wo ich mich sehe oder was ich will, beziehungstechnisch. Und das hat mir dieses Format die Erlösung gebracht. Ich wage es zu bezweifeln. Ich glaube, du hast jetzt einfach nur ein bisschen Schiss, sie zu verlieren. Oder hattest das zu dem Zeitpunkt. Aber ich glaube nicht, dass es so krasse Auswirkungen auf deine Selbstfindung hatte. Und was du willst und nicht und wer du bist. Und ich verstehe auch ehrlich nicht zu 100.000%, warum die noch mit mir zusammen ist. Wahrscheinlich, weil ihre Gefühle zu dir ziemlich groß sind. Genauso wie meine Gefühle zu dir auch ziemlich groß sind. Sag mal, kriegst du eigentlich noch irgendwas mit, du Idiot? Also normalerweise dürfte Miguel bei mir auch nicht ins Bett schlafen, da aber Giuliano auch einmal oder wer weiß wie oft eine Frau gegen unser Versprechen bei sich schlafen lassen hat, habe ich auf jeden Fall ein Gut. Und er kann froh sein, dass ich noch mit Mauer und Klamotten dort schlafe, ja. Ja genau, und das ist die richtige Einstellung. Der kann mal glücklich sein, dass ich hier da noch eine Mauer reingebaut habe. Aber ich werde definitiv mit dem Typen im Bett schlafen. Aber der Giuliano wird das doch bestimmt jetzt nicht machen. Und dann ist das wieder so ein Ungleichgewicht, oder? Ja, Mensch. Wow. Oh Gott. Ja, und wie machen wir das jetzt? Das Bett ist ja eigentlich groß genug, also ja. Da muss ja eigentlich keiner am Boden schlafen. Ja, okay, die nehmen sich nicht viel. Aber ist natürlich auch schade für die im gelben Kleid. Yvonne heißt sie, glaube ich, ne? Dass sie da jetzt noch so ein Dream-Date mit dem machen muss. Wahrscheinlich nimmt sie sich gleich nochmal Schlaftabletten, damit sie nicht so viel leidet in der Nacht. Jetzt bereiten sie sich vor auf das Wiedersehen und ich finde, diese Aufnahmen sind nicht so vorteilhaft für den Giuliano. Es sieht so aus, als wenn er so, ja weiß ich nicht, seine Brüste auswringen würde. Und Entschuldigung, ne? Diese Aufnahmen sind noch unvorteilhafter. Also als was geht er? Was ist das überhaupt für eine Kombination, dieses Hemd mit dieser Hose und diesem Gürtel und so? Es gibt mir richtig so 60er. Ne, eigentlich sind es eher so die 90er. So 90er, so richtig grauenvoller Style. Angekommen beim Wiedersehensfeuer. Sandra, wie geht's dir? Ja, ich bin so halb nervös. Ich weiß nicht, irgendwie freue ich mich, irgendwie bin ich traurig, dass es vorbei ist. Ich freue mich natürlich aber auch auf Giuliano. Ja, wie hieß er nochmal? Scheiße, ich habe ihn schon so lange nicht gesehen. Gelatine? Und ja, ich freue mich natürlich trotzdem aber einfach auf ihn. Wir haben uns noch nie so lange nicht gesehen und deswegen, ja, freue ich mich voll. Ich hoffe, seine Frisur ist auch wieder schick. Ich hoffe, er sieht nicht aus wie so ein wandelnder Topf. Erstens und zweitens zeigt mir das auch so dieses, die haben sich ja so lange nicht so, schon noch nie so lange nicht, oh mein Gott, die haben sich noch nie so lange nicht gesehen. Das ist manchmal vielleicht auch gar nicht so schlecht, sich mal länger nicht zu sehen. Ne, ich habe jetzt für mich adaptiert, eine Beziehung ist immer ein Wechselbad von Distanz und Nähe. Und vielleicht hatten die das auch früher einfach mal gebraucht, sich mal länger nicht zu sehen. Weil näher gebracht hat sie das nicht, wenn sie sich immer gesehen haben. Hat man ja gesehen bei Giuliano. Da wusste sie 8 Monate nicht zu schätzen. Aber was glaubst du, für wen war es Härte, jetzt die 2 Wochen? Also keine Ahnung, ob es für ihn hart war, aber für mich war es echt total toll.
Aber du hast ihn schon vermisst, oder? Ich glaube nicht. Lola sieht übrigens richtig gut aus hier. Hair and Make-up is totally great. Und ja, die ist halt einfach da reingegangen mit der Erwartung, dass die danach nicht mehr zusammen sind. Und hat einfach das Beste für sich draus gemacht. Jetzt läuft er halt wie so ein Teddybär auf die Sandra zu. Und das Erste, was er sagt, nachdem sie sich umarmt haben... Schau nicht meine Haare an, der Jakob hat die Haare verkackt. Ich wusste es! Der Jakob hat die Haare verkackt. Also ganz ehrlich, bei dem Style sind die Haare so das kleinste Übel. Wollen wir mal kurz über dein Outfit reden? Mann, meine ich finde das so schlimm. Oh, ich bin dreimal aufgestanden und wollte nach Hause gehen. Aber ich habe ihr immer geheult. Was? Hm. Sie hat gar nicht damit gerechnet, ne? Sie dachte, sie, ist so, sie geht dem richtig am Arsch vorbei. Also so, wie du mich nicht kennst, glaube ich. Nee, so kenne ich dich nicht. Ich dachte, du sitzt hier und sagst so, egal. Heftig! Was er ihr für ein Gefühl gegeben hat, ein richtig scheiß Gefühl. Jetzt werden ihre krassesten Momente gezeigt, wo sie sich ein Tattoo auf dem Popo machen lassen hat und so weiter. Und jetzt ist der Giuliano doch wieder in einer anderen Stimmung. Dabei wollte er ihr doch heute sagen, dass er sie liebt. Ja, was soll ich sagen? So, die Sache mit dem Arsch verstehe ich immer noch nicht. Okay, also, was, das kannst du ja erklären. Das war so ein Pinguin-Rubbel-Tattoo. Ja, aber warum an Arsch? Weißt du nicht. Lass mich bitte kurz erklären, das war so ein... Schweinebauch-Kringel-Tattoo. Deswegen, das gehört auch an den Arsch. Also, das müsstest du doch verstehen. Aber du hast ja auch die ersten Tage von jeder Brust geleckt, die sich dir hingehalten. Hä? Von Brüsten habe ich geleckt? Ja. Tausendmal Schlagsahne. Ich habe von Brüsten geleckt? Ja, du hast von Brüsten geleckt. Nein, 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 von Hälsen und so, aber nicht von Brüsten. Und von Brüsten. Ja. Also, Vorsicht. Oh, sehr gut. Mir gefällt ihre neue Attitude. Weil, klar hast du von Brüsten geleckt. Weißt du das jetzt wirklich nicht mehr? Meine Güte, sind die alle doppelmoralisch unterwegs. Jetzt kommt aber ein anderes Thema und das finde ich noch viel, viel schlimmer als das Brüstelecken. Und zwar das mit seinem Schnippschnapp-Pillimann. Ich glaube, ich habe es nicht mal Sandra gesagt, dass ich das machen lassen habe. Weil es ist im Endeffekt nur für mich. Und es muss keiner wissen. Ne? Hey, hast du auch nicht. Ich darf mir nur jeden Tag die Pille reinziehen. Du kleiner Bastard. Ich darf mir jeden Tag diese fucking Pille reinziehen, weil du mir nicht sagst, dass du mich nicht schwängern kannst. Finde ich voll asozial, dass er das ihr nicht gesagt hat, sag mal. So, was habe ich da gehört? Thema Unfruchtbarkeit zum Beispiel, hattest du Sandra nicht gesagt. Warum nicht? Ja, gute Frage. Hauptsache sauer sein, dass sie sich so ein Ringebauchschwein am Po tätowieren lässt. Ne? Aber ihr nicht erzählen, dass du unten die Leitung gekappt hast. Also warte mal, ich bin ja fruchtbar, ne? Also warte mal ganz kurz, ich bin kein Lauch. Also ich bin schon richtig fruchtbar. Ich kann mich schon ordentlich vermehren, Lola. Aber das ist einfach so eine Sache, das habe ich einfach damals machen lassen, aus dem Grund, ja, weil ich mich dann einfach sicherer und einfach besser gefühlt habe und einfach, ich einfach, ja, keine Ahnung. Es geht gar nicht darum, warum du das gemacht hast, sondern warum du das deiner Freundin nicht gesagt hast. Das ist zwar vielleicht jetzt der falsche Ansatz, und da denke ich vielleicht auch falsch, aber ich habe das einfach für mich gebraucht, wenn ich nochmal irgendeine finden sollte, die ich wirklich liebe so, und die kommt irgendwann zu mir und sagt, sie ist schwanger, dann weiß ich für mich so, dass sie Scheiße gebaut hat. Ach so, okay, aber... Kann man eigentlich schon einen Vaterschaftstest machen, während die schwanger ist? Nee, ne? Weil ich dachte mir so, ja, man kann doch auch anders die Vaterschaft ausschließen. Aber dann habe ich mir überlegt, während sie schwanger ist, geht das wahrscheinlich gar nicht. Dann würde er Zeit in sie investieren und dann würde das Kind auf die Welt kommen. Er würde wahrscheinlich dann niemals auch den Vaterschaftstest machen. Ganz blöd ist er nicht, oder? Ja, du sagst, es ist dir unangenehm, über das Thema überhaupt zu sprechen, aber Sandra steht dir doch eigentlich näher als all die Verführerinnen in der Villa. Und dort hast du es gesagt, bei Sandra Tag 2 oder so. Ja, ich weiß nicht, warum ich das da gesagt habe. Ich weiß nicht. Versuche es auch einfach gar nicht zu erklären. Der Jakob würde sagen, das ist die Perplexität der Gesellschaft heute. Wirklich, ich war mit meinen Gedanken, mir ging es psychisch so schlecht da drin, das wirst du auch sehen. Also mir ging es wirklich so... Nein, am Tag 1 ging es dir bestimmt nicht schlecht. Da hast du voll den Macker raushängen lassen. Naja, und sie sagt halt so, nö, mir ging's eigentlich gut, ich hab nicht so gelitten. Und er fragt sich, warum? Hat sie nicht gelitten und nicht ja? Weil da musst du ja irgendwas richtig gemacht haben, was ich falsch gemacht habe. Weil mir ging's so scheiße jeden Tag, ich hatte kein bisschen Spaß. Ich hatte mir nichts vorzuwerfen. Und ich wusste ja, was ich für dich fühle. So einfach simple as that, ne? Also ich wusste vorher schon, dass ich dich liebe, dass ich mit dir zusammenziehen möchte. Deswegen, warum hätte es mir schlecht gehen sollen? Ich bin ja nicht so verdorben und verseucht mit komischen Gedanken wie du. Jetzt kommen wir nochmal zu der Frage, was der Giuliano eigentlich mit der Sandra gemacht hat, indem er ihr immer gesagt hat, sie sei fett und er will nicht mit ihr schlafen, wenn sie nicht beim Sport war. Ist es denn wirklich so, dass Giuliano dein Selbstbewusstsein eher geschmälert hat? Ja, er ist echt geschmälert, musst du sagen. Ja, warum will man mit so jemandem zusammen sein? Und warum macht er das? Weil er sich selber lappig sieht, ne? Das ist halt so. Dann will man den anderen auch niedermachen.
Aber er denkt sich so, lass mal jetzt bitte nicht darüber reden, wie toxisch ich bin. Ich habe was anderes für dich. Ja, Schatz, also wirklich, da muss ich auch noch mal anschauen. Sonne, gib mir mal beide deine Hände. Ich bin halt nicht so, hab nicht so viel Empathie oder wie man das nennt. Und das hat nichts mit Empathie zu tun, wenn man jemanden nicht fertig macht. Oder mit fehlender Empathie, wenn man jemanden fertig macht und niedermacht. Das sind andere Baustellen. Aber weiter im Text. Ich wollte mich halt echt wirklich dafür entschuldigen, so dass ich halt diese Kleinigkeiten, so diese kleinen Sachen, so dass ich die 0,0 geschätzt habe. Ja, die man halt einfach zu schätzen wissen muss und die eine Beziehung ausmachen. Und da wollte ich mich wirklich nochmal bei dir entschuldigen. Das bedeutet, dass ich das in Zukunft auf jeden Fall auch bessern werde. Eigentlich wollte er sagen, es tut mir leid, dass ich dich als Wesen nie geschätzt habe. Ich möchte einfach nur sagen, dass ich liebe dich wirklich. Wirklich zu 100.000%. Du bist süß. Oh, sind sie irgendwie beide süß. Aber es hat dann doch nicht fürs Happy End für immer gereicht. Aus Temptation Island nehme ich auf jeden Fall mit, dass ich sehr, sehr, sehr viel an mir ändern muss. Und ich lasse lieber jetzt die restlichen Worte sprechen. Deswegen gib mir einen Kuss. Er ist jetzt wie Kate drauf. Kuss, 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 gib mir einen Kuss. Und so ändern sich die Leute. Leute, ich habe nur noch eine Minute Aufnahmezeit auf meiner Speicherkarte. Meine Batterie von der Kamera ist leer und ich bin am Ende. Das ist eine Punktlandung. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Ich